ist mir eine besondere Freude, Sie heute hier im Namen des Vorstandes der ERG Aktiengesellschaft begrüßen zu dürfen. Und ich tue das, wie das unter Bergleuten üblich ist, mit einem herzlichen Glück auf. Steigerlied, ne? Wenn man das hört, wenn ich das höre, ne? Dann klopft da mein Herz sowieso hinein. Oh. Die Werte, das, was den Bergbau ausgemacht hat, und nicht nur Untertage, auch Übertage. Etwas Bleibendes, in dem nämlich ganze Städte durch den Bergbau überhaupt entstanden sind. Ich glaube nicht, dass solche Dinge einfach so vergessen werden können. Man sollte sich vielleicht gerade im Ruhrgebiet auch nochmal vergegenwärtigen, dass die deutsche Oral History hier praktisch geboren wurde. Dieses Projekt ist wirklich so gedacht, dass es einen Querschnitt liefert. Gerd Rehberg, der Ehrenvorsitzende von Schalke 04. Ich habe wirklich die Zeche ausgesucht, die am nächsten an Schalke 04 lag. Das war die Zeche Westerholt. Geprägt hat der Zusammenhalt von Untertage, man muss zusammenhalten, dadurch die gewachsene Solidarität. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, als wir dort ankamen, sind wir natürlich, das vergesse ich nicht, mit offenen Armen empfangen worden. Ich kann mich darauf verlassen und das ist das Wichtige. Ich brauche Untertage Leute um mich herum, auf die ich mich verlassen kann. Kann ruhig jeder wissen, wo wir herkommen. In dieser Offenheit habe ich dann erfahren, diesen Zusammenhalt da unten. Die Bergleute gesagt haben, macht das, macht eure Arbeit. Und das fand ich einen unglaublich pragmatischen, zukunftsgerichteten Blick. Viele dieser Industriedenkmäler funktionieren ja nur, weil sich ehemalige Bergleute dort engagieren. Für die Menschen im Bergbau, so wie das Projekt auch heißt. Es geht um Technik, es geht um Soziales, es geht um Erinnerungskultur. Das hat gar nicht so lange gedauert. Ich habe gedacht, naja, so schlimm ist das gar nicht. Vielen Dank zu sagen an alle Interviewpartner, die uns ihre Lebensgeschichte erzählt haben. Ich hoffe auf viele Klicks. Ich darf mich bei allen bedanken, die daran mitgewirkt haben. Mir hat es riesig Spaß gemacht. Ich hoffe Ihnen auch. Ich wünsche Ihnen persönlich alles Gute, sage Danke und schließe mit einem herzlichen Glück auf. Applaus